Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Rewild. So, musste eben nochmal den ersten Kelch holen. Und ich mag so Passagen eh überhaupt nicht. Und wir gucken jetzt mal, ich denke einfach mal... Ja, natürlich, jetzt geht die auch dahinter, oder wie? Ja, das wird jetzt wohl mit jedem Mal schwieriger, in den Kelch zu holen. Lass uns mal ein bisschen zugucken, wo die hingeht. Kommt die zurück oder... Die Frage ist ja... Wo ist der nächste Kelch überhaupt? Sie kommt nicht hier hin. Oh Gott, sie kommt hier hin. Ich will ja auch nicht durch dieses Gestrüpp laufen. Ich denke mal, unser Radius wurde einfach ein bisschen eingeschränkt, oder? Du kommst nicht hier hoch, okay. Das ist schon mal gut. Die Frage ist nur, wo ist der Kelch? Oh. Ja, kacke. Mensch. Geh an uns vorbei, du siehst uns nicht, du hörst uns nicht. Aber irgendwas stimmt mit Martha nicht, oder? War mal ganz ehrlich. Gott, da hätte sie uns fast gehabt. Uiuiui. Wir müssen echt leise sein. Ich habe halt auch kaum Zeit, weil jetzt kommt sie dann wieder zurück. Und ich weiß nicht wirklich. Wohin? Ha. Ich habe jetzt hier keinen gesehen. Denkt ihr, wir müssen da rein? Jetzt dann gleich mal da reingucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach wäre. Warte mal, hier auch die ganzen Augen sind. Aber wie gesagt, ich mag so Passagen überhaupt nicht. Ja, ja. Geh zurück. Geh zurück und lass mich da mal reingucken, okay? Hm. Vor allem, das zieht das Spiel immer so. Just a dream. Ach. I don't know anymore. Well, these usually help. I should take a couple. Ach, wir sollten vielleicht gefangen werden. Okay. Ja gut. Der Loop fängt von vorne an. Hätten wir jetzt alle drei schaffen können? Bin mir jetzt nicht sicher. Wenn das jemand weiß, schreibt es mir gerne in die Kommis. Ich werde mir sowieso... Well, what time is it? Maybe Dory and Martha are still up? A no. Bunch of empty pill packets, but these aren't mine. Ich werde mir sowieso ein Let's Play dazu angucken. Wie andere das gehandelt haben. Ich glaube sowieso, dass ich wahnsinnig lange brauche. Aber ich habe ja schon gesagt, ich werde mir Zeit lassen. Aber gerade so Passagen ist halt auch nicht mein Ding, ne? Das ist... Ich mag psychologischen Horror und so
Psychothriller, so wie hier. Why do I feel like the key is in here? Finde ich voll cool. Where is this figure again? Let's see if the key's in here. Achso, stimmt. Wir müssen ja drehen. Okay. Na, wir gucken gleich mal. Bin gespannt, wo wir jetzt rauskommen, wie es jetzt weitergeht. Ah, I knew it. Vor allem. Ja, auch wieder alles anzugucken, ist mühselig. Immer wieder dasselbe. Das Gute ist, dass man gar nicht mal so viel angucken kann. Oh, okay. No, this can't be happening. Oh, one of her tarot cards. The Fool. Did she leave it here for me to find? Okay, das ist gelockt. Ich glaube, wir müssen es trotzdem machen, oder? Auf irgendeinem Tisch. Auf irgendeinem Tisch. Ah, Kacke. Ich hatte mich schon gefreut, dass ich es gar nicht mehr weitermachen muss. Ja, dem ist wohl nicht so. Danke, Spiel. Danke. Ich bin richtig grottig darin. Und wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann werde ich auch erstmal einen Cut reinmachen, weil ihr mir da nicht mühselig zugucken müsst. Aber nicht der Tisch hier oben gemeint, ne? Nein. So ein richtiger Bait, das wär's noch. So, wo ist die gute Martha? Da hinten schleicht sie rum. Okay, der Tisch. Ja, das ist der. Das ist genau da, wo ich vorhin gerade hingehen wollte. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt einfach nur mal kurz abwarten, bis die einmal hier entlang gegangen ist. Da, da, da. Kann man die beschleunigen? Wir brauchen bestimmt 3 Sachen. Das heißt, ich darf das alles dann nochmal machen. Freut euch schon. Freut euch schon, das mit mir durchzustehen. Ja, jetzt komm wieder raus da. Da ist keiner. So, lang genug warten. Ich bin schon gehockt, um leiser zu sein. Ja, nicht bescheuert. Oh, oh, is that Martha's earring? Gehen wir hoch, wir gehen wieder hoch, wir gehen wieder hoch. Bye bye, Martha, bye bye. Okay. Oh Gott. Ich will das nicht nochmal machen. Hä? Oh, it's too bright outside. Ach so. I can barely see a thing. Das habe ich schon. Another sunrise? Das hat er mal schon. Interagieren. Not now, Walter. We need to get ready for the show. Let's not do this in front of her. Yeah, what did I want to talk to her about? Du wirst es doch wissen. Ah, the room changed again. I should find the last one. Nein. Wo ist das letzte? Okay. Auf dem Hocker.
Alles Klärchen auf dem Hocker. Sehe ich das hier? Nee. Ach doch! Hier entsteht ein Bild plötzlich. Okay. Egal. Aber hier wird es jetzt auch immer röter. Gott, hoffentlich connectet sich der Raum nicht gleich. Und wir werden noch gejagt. Oh, bitte nicht. Also, ein Hocker. Aber vor allem sieht man halt auch kaum noch was. Ja, das ist doch wohl ein Witz. Wo ist sie, Alter? Martha? Da. Da treibt sie ihr Unwesen. Okay, wo müssen wir gleich hin? Ich habe keinen blassen Schimmer. Wir müssen einmal jetzt gleich ums Eck gucken. Wie weit geht sie? Sie kommt diesmal nicht bis hier hin, ne? Das heißt, ich muss auch irgendwo da hinten lang. Ich muss dahin. Nein. Oh, wie soll man das denn machen? Ach du Kacke. Again? Oh, am I stuck in this crazy dream? Again. Kann ich jetzt einfach durchgehen, ja, ne? Ja. Ah, Kacke! Soll man da hinkommen? Ich lieb das Spiel ja, ne? Aber. Please don't do it with me. Da ist sie. Okay. Ich muss doch sicherlich ihr folgen. That's Martha's Tarot Deck. Oh mein Gott. Yes. Ich konnte da einfach hin. Jetzt ganz vorsichtig. Nicht noch was Unbedarftes machen. Okay. Die Range, die war zum Glück echt großzügig. Oh. There's no discussion. Dory will keep performing with me. Can't you see this is her future? You will not change that. I think we argued about Dory's future in the circus, but Martha wouldn't listen to me at all. I felt helpless. What was that? Was? Das war was. Irgendwie habe ich gerade Angst, dass mich das anspringt hier. Hä? Bitte was? Was? Wo kam die denn jetzt her? Hä? Ich habe mir schon gedacht, dass sich das connected. What the hell is going on?
Is this crazy dream finally over? Locked again. Locked again. Oh, but I should check the music box. Huh, the figure's already placed in there. Okay. Wir müssen jetzt wahrscheinlich entkommen. Oh. Knew it. Das sind so anstrengende Passagen, ne? Also für mich jetzt zumindest. Weil es nicht durch Blick. Same thing happened again. Am I still dreaming? I need to figure this out. What was up with that dream? What happened between me and Martha? Aren't we supposed to be happy? Why didn't she look like that? Gute Frage. Gute Frage, Walter, was mit euch los war. Überall Alkohol. Bilder verändern sich. Ich mach erstmal aus hier. Okay. Okay. Boah. Anscheinend müssen wir jetzt nicht nochmal von ihr davonkommen. Ja, ich weiß nicht, ob ich alles nochmal angucken muss immer. Das ist die Frage. Das sieht anders aus, oder? War das schon immer so ein Durchbruch? Ich glaube nicht. Okay, speichert. Speichert ist schon mal gut. Locked. She's probably asleep, I hope. Okay, wir können nicht zu Dori rein. Das heißt, wir müssen wieder hier lang. Scratch marks? Kratzspuren? Okay. Jetzt wird's aber wild. Oh, this is not where the kitchen should be. Ich hab gerade Angst, dass Martha wieder irgendwo ums Eck stürmt. This is what happens when Dori helps me with my work. Okay. I always did the dishes. This can't be our kitchen. No food in the fridge. But there's something else. Ja, ein Schlüssel. The garage key. Who put that in here? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Mach den mal zu. Und mach das Gefrierfach mal zu. Danke. Huh, did I order this? I like the place, but I can't recall. Ein fröhliches Bild endlich mal. Even more bottles. Ja, ist ja auch schon aufgefallen, ne? Noch mehr Flaschen und Flaschen. Noch mehr Tabletten. Strange. Martha doesn't like takeout. Especially not pizza. Ugh. Rotten. Eklig. Okay, wenn Martha kein bestelltes Essen mag, vor allem keine Pizza, warum liegt hier so viel Pizzazeug rum? Okay. Ab in die Garage. Schon wieder so Funhouse-Style. Sometimes I take things home to fix them. My workshop. What is it doing up here? Keine Ahnung. Was tut sie denn hier oben? Locked. We use this for all kinds of stage props. Okay. It's mine, but I can't remember the combination. Martha hat mir neulich von diesen zisterzienischen Nummern erzählt. Okay, oh Gott.
Wir müssen wohl einen Code rausfinden. A mannequin. Very versatile circus prop. But only the legs are left. Okay. Maybe the rest is still in here somewhere. Okay. Okay, oh, hier ist ein Arm. These numbers on the joint. So. Der Torso. The torso. Mhm. Looks like the head and left arm are beyond repair. Okay, reichen also die zwei Sachen, oder wie? That still fits. Mhm, also fits. Ah, eine Hand noch, oder? Kann man drehen? Okay. Sonst kann ich nicht viel damit machen, leider. Bräuchte noch eine Handspiel. There's a laser pointer attached to the hand. Ah, ein Laserpointer, okay. Oh, diese Allergie. Ich sag's euch. Neue Glühbirne für das Bühnenlicht. Seilwinde reparieren. Neues Bein für das Karussellpferd. Clown-Tür neu streichen. Okay. Oh. I got this at the circus for Dory after I had to repair one. She just really likes the funhouse. Ja, die Maske ist gruselig, würde ich sagen. Die Maske ist gruselig. Wow. It moved on its own. It's pointing somewhere. Okay, sie zeigt also hier. Das heißt, es hat irgendwas mit denen hier zu tun. 1, 2, 3. Okay. 3. 1, 2, 3. Hier sind auch 1, 2, 3. Ich muss mal ganz kurz mich abhusten. Okay, ich hoffe, das passt jetzt. Ugh. Mal was getrunken, abgehustet. Eieiei. Ich hasse es, die Allergiezeit. Vor allem die, wenn es gerade erst anfängt. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Irgendwas hat es mit den dreien wahrscheinlich auf sich, ne? Also wir haben das Zeichen hier unten als drittes. Wartet mal. Ich mache jetzt mal einen Zettel hier. Das ist eh noch der Spickzettel von Habe und Edna. Also. Die erste Kombination ist... Hier haben wir auf jeden Fall eine 1. Beim dritten. Erste, zweite, dritte Zahl ist eine 1. Haben wir hier irgendwas? Ba-ba-ba-ba. Das passt da nirgends rein. Doch, das da. Die 4. Wäre die 2 eine 4. Und jetzt braucht man... Dann wäre das eine 2. Also ich probiere das jetzt auf einmal einfach mal so. Ich habe keine Ahnung. Das hätten wir hier mit der 1... Hier haben wir eine 4. Und oben auch eine 4. Die dritte Kombi. Gott, ich hoffe, das stimmt, ey. Das ist eine 3. Eine 2.
Und eine 5. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, jetzt probieren wir es einfach mal. Okay. Also der 1er muss bei 2 sein. Auf die 2 drehen. Die 2 auf die 4 drehen. So, like this. Und die 3 auf die 1. So, like this. Okay. Okay, ich glaube, es scheint zu stimmen. Maybe this is one symbol for the lock. Ah, und das ist dann für Schloss, ja. Mhm. Okay, das muss ich mir auch abzeichnen. Okay, so Rätsel liebe ich. Das ist wieder voll meins. Ich bin da. Ich bin wieder da. Also, die 1 ist bei der 4. Die 2 ist bei der 1. Und dann nochmal die 4. So, like this. Okay, dann ist das dieses Zeichen. Und die letzte Kombi ist 2, 3, 5. 2. 3. 5. So, like this. Was haben wir hier? Okay. So ein halbes Peace-Zeichen. Gut. Okay. Dann gucken wir mal. Uff. Geil. Aber das gibt mir dann wieder ein bisschen Auftrieb. Weil ich eh gerade in diesen Passagen wie vorhin gar nicht gut bin. Dann haben wir das hier. Ach, bei dem ersten muss eins ohne. Das. Got it. Let's see what's inside. Oh, this is a prop I took home a few years ago. I modified it with a secret compartment in the hilt. Okay. Sometimes I use it for stuff that Martha shouldn't find. Did I leave something in there? Let's take it apart on the table. Ja, das machen wir aber. Nee, das machen wir jetzt. Das machen wir noch. Ich bin neugierig. Huh, let's take a look. I just need to twist the hilt and it should come off. Ja. Dreh ihn auf. Oh, there's something inside. What is Nimm's. That? Huh. Contract, Tori Thompson. Circus. 7 years. And there was an, at least 40 hours weekly. Assumes all risk and responsibility for her own safety. Okay. What kind of sick contract is this? Why don't I remember this? And how the heck is my signature on it? I would never have signed something like this. Vielleicht hat Martha dich gezwungen. I can't believe she would go this far. This is gonna ruin the rest of Dory's childhood. Jo, ein Kind, das 40 Stunden die Woche arbeiten soll und selber für die Risiken haftet und... What the hell? A train? Wir sind jetzt... Was? Da habe ich nicht aufgepasst, ob es gespeichert hat. Ich hoffe es. Okay, wir befinden uns auf dem Zug. Yay! Halleluja. Lädt. Alles klar. Jetzt hat es mit Sicherheit gespeichert. Das heißt, wir werden die Folge an dieser Stelle beenden. Oh, das war eine aufreibende Folge, ne? Also für mich zumindest. Aber es hat schön aufgehört mit dem Rätsel. Sowas liebe ich. Bitte, bitte mehr davon. Weniger von den Chasing-Szenen. Wobei es geht, weil die... Es geht zumindest mit Sneaken und man muss nicht komplett davonrennen. Wie zum Beispiel Outlast. Das ist gar nicht mein Ding.
Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Bis dann und bye bye.